Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play. Das hier, Dark Chronicles. Willst du gehen? Ja, ich will gehen. Lass uns gehen. Gehen ist immer gut. Also eigentlich fahren. Alrighty then, here we go. Mount Gundor, here we come. Chapter 5, Conflict of the Past and Future. What's this? It's raining embers! Something is definitely up. The village of Heimrada should be here at the foot of Mount Gundor. But I guess it got wiped out too. Let's get going then, Monica. Be careful out there, you two. There's nothing much we can do this time, so we'll just take it easy on the train, okay, guys? If you need any help with anything, just let us know. Okay, also ja, wir haben wieder zwei weitere Charaktere, die wir benutzen können. Wir stecken tatsächlich mal nicht fest hier. Das ist jetzt tatsächlich einfach das Ende der Reise. Mehr gibt es hier nicht, auch wenn da komische Ruinen sind. Aber erstmal möchte ich jetzt hier hin. Also so mehr oder minder, wobei ich jetzt vielleicht nicht das direkt hätte auswählen sollen, aber... Ich bin ein kleines Dumm-Dumm, ich mache, was ich will. Worum es mir eigentlich geht, ist, ich möchte einmal kurz von hier, ich kann wahrscheinlich auch hier wieder nicht raus, ne, oder? Doch, kann ich. Dann bin ich gar nicht so ein großes Dumm-Dumm, wie ich dachte. Das ist immer schön, wenn das Spiel mir sagt, ja, du bist gar nicht so dumm, keine Sorge. Ja, jetzt kann ich hier nämlich raus und wenn ich richtig informiert bin, kann ich mit Pao reden und den für unsere Dienste rekrutieren. Wenn wir irgendwann mal ankommen. Das ist mal dieses Jogging dahin. Ich sag also, ich hätte einfach nur gerne etwas, was mich schneller laufen lassen würde auf der Karte. Ich habe immer das Gefühl, ich verschwende super viel Spielzeit. Oder LP-Zeit eher. Nur laufen. Hallo Pao. Danke für die Hilfe mit Shingala. Und was gibt's? Ich soll mitkommen? Nein, niemals. Ich muss hier auf Shingala warten. Aber es dauert bestimmt ein halbes Jahr, bis die Shigura wiederkommen. Bis dann hänge ich nur rum, da kann ich auch mitkommen. Hier bleibt, bringt nichts, da verschwende ich nur Zeit. Ah ja, du bist ein Mensch, da weißt du bestimmt Bescheid. Das leckere Essen, wie heißt es noch? Komm schon, du weißt es, es ist orange und ungefähr so groß wie ein Fisch. Jedenfalls ist es orange und unheimlich lecker. Das hätte ich echt gerne mal wieder. Holst du mir eins? Paul hat große Ohren und Nagelzähne, wie gewiss andere Tiere, ein orangenes Essen für ihn. Ist das nicht schon fast rassistisch? So, ah, er sieht aus wie dies und das und jenes. Er will eine Karotte. Ah, das ist die Farbe, der Duft und so knackig. Menschen sind doch nicht so schlecht. Na gut, abgemacht, ich komm mit. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass die Welt in Gefahr ist. Ach, ja, war ja nur ein ganzes Spielkapitel hier, wo Gefahr im Verzug war und so. Ich weiß gar nicht, wie der darauf kommt. Als Shingala hier war, erfuhr ich, dass ein gewisser Griffin Ärger macht. Ihn suchst du bestimmt, dann helfe ich gern. Ich helfe übrigens nicht nur wegen der Karotte, bitte denk das nicht. Der hilft nur wegen der Karotte. Was ein Mistkerl. Okay. Die andere Dame, wo ich das Minispiel spielen müsste, das machen wir später. Weil es sich jetzt gerade nicht so richtig lohnt. Dafür nochmal zurückzugehen, meine ich tatsächlich. Und ja, dann gucken wir uns mal, ich glaube hier lang geht's zum Dorf, klingt zumindest richtig, ja, gucken wir uns das erstmal an.
Look there! Is it him? What's he up to this time? Gaspard must be hopping mad that we've been restoring all the origin points. And there's no way we're gonna let him stop us, right? I wonder if Gaspard's causing these falling embers, too. No doubt about it. Oh, there's no way we can start bringing back wood and straw buildings now. He's trying to stop us from building so we can't revive any more origin points. That monster! Let's hurry, Monica! Yeah! Ja, dieses Monster. Wie kann er nur? So, aber wir können hier wieder Fotos machen, deswegen bin ich eigentlich hier. Wir haben den Geysir. Ich glaube, da hinten sind heiße Quellen, kann das sein? Also irgendwo hier müssten heiße Quellen sein und die mit sich finden müssen. Oder die. Ja, das da zum Beispiel. Das sieht aus wie heiße Quellen, aber bei. Und interessanterweise, wenn wir eigentlich. Und später haben wir es perfekt zur Uhrzeit eigentlich. Ich glaube, jetzt habe ich die Quelle fotografiert, aber nicht den Geist. Man hat den Geist aber gerade gesehen. Ja. Geist der heißen Quellen und ein heißer Teich. Na, kann man direkt hier fotografieren, schon haben wir direkt einen neuen Knüller und alles. Es ist unfassbar, wie viel man hier jedes Mal fotografieren kann. Oh Mann, ey. Also, ne? Gute Sache als solches, aber. Holy moly, ne? Außerdem, das Ding da ist der Gundorberg. Kann man auch fotografieren. Würde ich unter Umständen gar nicht so dran denken, aber. Ja. Es ist halt so. Man kann unglaublich viel einfach so machen. So, wir brauchen. Dang it. Also, wir brauchen 10 Töpfe, wir brauchen. Vier Steinhäuser. Die kann ich wenigstens schon mal herstellen. Vier Steinhäuser. Gucken wir mal, dass ich so weit alles herstelle, wie es geht. Und dann kümmere ich mich um den Rest gleich. 5 Töpfe. Braucht man noch 5 Töpfe. Da war was da. Eisenständer. Ich habe einen Ständer so hart wie Eisen. Oh Mann. Windmühle. Was? Strohhaus? Oh, ja. Ich weiß warum. Das ist auch. Ich weiß nicht, ob man da anders rankommen kann. Aber. Allein warum man ein Strohhaus bauen soll, ist total abgefahren. Und warum steht hier nicht, dass ich das noch brauche? Naja, ist egal. Ein Eisenschornstein, aber wir können auch ein. Steinschornstein machen, so. Okay, da haben wir schon eine Menge. Ja, der Punkt ist, ich platziere das mal so nah wie möglich hier dran. Wir platzieren das Ding hier und sieht ja toll aus, ne? Ich meine, schieß, wir können die Dinger nicht aufstellen. Ladida, ne? Ich weiß echt nicht, wie man da drauf kommen soll. Aber wie gesagt, zeigt euch jetzt, was ich meine. Der Punkt bleibt trotzdem. Ladida. Dann gehen wir wieder rein. Und. Das Haus ist weg. Ne, Entschuldigung. Es ist halt verbrannt und wir bekommen Asche daraus.
Also, das ist doch echt wow, ne? Ich meine, wir wurden gewarnt, insofern ist das ja völlig in Ordnung. Ist nur interessant, dass man es erstmal hinstellen kann. Ja, und wenn wir es aufräumen, ist es halt einfach nur weg, so gesehen. Ja. Das ist ein sehr merkwürdiges. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig Feature. Das ist schon interessant. So, das da hinten ist die hinterste Waggonnummerreihe wieder. Kann ich nochmal eben ein bisschen klebrigen Tod besorgen für die Töpfe? Hallo, Conda, ja. Ja, ja, ist alles furchtbar und so. Was habe ich? 1,29. Yeah. Ja. Klingt doch gut. So, dann gehen wir jetzt wieder raus. Und jetzt können. Eigentlich müsste ich auch mal mit Cedric reden. Machen wir mal eben gucken, was er Neues für den Rightbot zu tun hat. Ich bei der Gelegenheit auch einmal eben einfach reparieren kann. Keine Ahnung, ob er kaputt war, aber man weiß ja nicht. Tausender Kern, Holzkisten rum, immerhin, dabei aber. Ja, guck fast, einfach nur das Ding. Immer noch nichts wirklich Gutes, was er mir so geben will. Naja. Noch nicht das große Problem, was wir jemals hatten. So, und jetzt können wir das machen, worum es eigentlich geht. Hoffe ich. Kann ich eigentlich gleich Sie aufräumen? Nee, ne? Mach das weg. Jetzt können wir die Töpfe noch eben herstellen. Die fehlenden 5. Wunderbar. Und dann legen wir mal los. Einigermaßen gut freie Fläche dafür. So vielleicht. Achso, die haben die Eingänge da noch. Okay, dann. Was einigermaßen sinnvoll ist. So. Dann. Können wir da einen Schornstein dran knallen und von mir aus hier den anderen. Wunderbar. Dann können wir die Töpfe hier hinknallen. Kriege ich da alle hinter? Ah, das geht. Ah. Dann, Moment, dann kann man genauso gut hier. So hinhauen. Wow, 83 Kulturpunkte. Das ging schnell. Okay. Wow. Ich habe 3 Eisenständer hergestellt. Ich wollte nicht 3 Eisenständer, oder? Wollte ich 3 Eisenständer herstellen?
bin mir gerade unsicher, wie das, was ich da machen soll, eigentlich funktionieren soll, aber gut, okay. Naja, tatsächlich ist es egal, wo ich das hier hinstelle. Wir machen es einfach nur schön groß, weil wir abgefahren sind. Nein, das Haus dahin. Und packen die Windmühle dann in die Nähe von dem Haus, weil warum nicht? Und angeblich ist das schon das, was wir machen müssen. Abgedreht. Dann, weil das noch nicht reicht, Zukunft wurde geändert, das ist schon mal schön. Können wir Cedric hier reinknallen. Hier können wir Borneo reinknallen. Ups, das Haus wollte ich jetzt nicht betreten, aber Haus. Ich meine, Steinhäuser sehen wenigstens sehr schön aus, im Gegensatz zu Dingens. Ihr erinnert euch an das Eisenhaus. Gott, da will doch keiner drin leben, ey. Geralt hier rein. Und muss mal nur gucken. Hilfe. Hier kommt Erik rein. Damit haben wir immerhin 20% von dem, was wir eigentlich machen sollen, schon mal mit einem Schlag, weil wir hier sind, gelöst. Das ist unglaublich. Und damit können wir uns jetzt die Zukunft schon ansehen. Abgefahren. Was ein Part, ey. Tatsächlich müssten wir eigentlich, ich glaube, nur zwei Bilder hier machen, dann können wir wieder ein bisschen was erfinden und dann passt das eigentlich. Abgefahren. Ich habe so keine Ahnung, wie es jetzt ohne ausgesehen hätte, aber naja. Das Schlimme ist, jetzt laufe ich hier wieder elendig lange drumherum, nur um dann irgendwann mal lang zu können, jo, passt. Vor allem weiß ich gar nicht, was ich hier fotografieren soll. Also außer ein Aufzug. Der Aufzug ist da hinten. Oder der da. Das wäre vielleicht der schnellere Aufzug gewesen. Naja, egal. Oder ist das irgendwas anderes? Was bist du? Du bist das Sendegerät. Okay, gut. Das ist auch in Ordnung. In gewisser Weise. So. Da sah einer gerade aus wie Erik. Interessant. Sehr wahrscheinlich seine Nachkommen. Also wenn das seine Nachkommen nicht sind, dann weiß ich auch nicht. Vor dem Zeitraum. Hätte ich gewusst, dass da so ein Dingenskirchens wäre, dann wäre ich gar nicht so weit gelaufen, aber jetzt habe ich das auch gelernt. Jetzt habe ich das auch gelernt. Oh mein Gott, ey. Man dafür laufen kann, ne? So. Und es wäre halt nicht so ein Fotopart, wenn wir jetzt nicht, naja, mit den neuen Fotos wieder was Neues auf fotografieren könnten. Jetzt brauchen wir also den Aufzug mit dem Sendegerät. Oh Mann, ist das krank. Also ich bleib dabei. Also mit den ganzen Fotos und so, ich wusste ja, dass es viele Fotos geben wird, aber holy moly.
ein prinzipiell sehr schönes Item, das Fluchtpulver. Damit muss ich nicht mehr die Dungeon spielen. Also, naja, sagen wir mal eher, ich kann dann wenigstens abhauen und muss mir keine Sorgen machen, wenn mal wieder was tatsächlich schief gehen sollte. Asche, Kerze und Ofen. Kerze. Und Ofen. Er gibt eine Seemine. Say cheese! Die Ultima-Bombe, die später wichtig wird, wenn ich tatsächlich anfange mit, ich möchte alle Dinger nur mit Items umbewegen und so, ne? Dann ist das ganz cool. Fass. Machen wir so die Energieröhre. Und den Geysir. Das Ding sieht nicht nach viel aus, ist aber ein Laserarm. Ups. Aber sagen wir mal ehrlich, es sieht tatsächlich nicht nach viel aus. Okay, und nochmal Geysir. Die Energieröhre. Und das Sendegerät. Aber ist doch gerade noch da. Yeah, it works! Er gibt den Seelenbrecher. Das ist eine Stufe 6 Waffe. Nur mal so. Also, wenn ich mal tatsächlich nicht unbedingt irgendetwas bauen möchte, also von Null bauen möchte, dann wäre das so das perfekte Ding dafür. Unglaublich, ey. So. Und jetzt möchte ich eben mal ganz kurz gucken, ob wir das Vergnügen haben, schon mal den Charakter zu sehen, der uns noch fehlt zu rekrutieren. Bevor halt mal tatsächlich so ein dämliches Turnier losgeht, wo uns ja auch noch Fotos fehlen, traurigerweise. Ist das Mädchen, was ich suche? Ich glaube ja. Das Furbit-Volk gewährt nur denen Hilfe, die etwas besser können als sie. Was Fische angeht, sind sie sehr selbstbewusst. Ich habe gehört, dass einige Menschen ihre Fische in einem Wettkampf gegeneinander antreten lassen. Wenn du einen Fisch hast, kannst du auch versuchen, das Wettschirm zu gewinnen. Wenn du das schaffst, weiß ich, dass du meine Hilfe verdienst. Ja. Wir müssen die Anfängerklasse gewinnen, dann kommt sie mit. Noch ist leider kein Turnier wieder angekündigt, aber sobald das der Fall ist, machen wir da auch mit. Naja. Und beim nächsten Mal können wir dann in den Dungeon vordringen vom Bergtunor. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war's für heute von Dark Chronicle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Patreons, ohne die dieses Projekt in der Form nicht möglich gewesen wäre. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, macht das ganze Übliche, was die ganz großen YouTuber von euch haben wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns in neue Dungeons und Gefahren begeben.